Fragst du dich auch manchmal, welche Kosten du in deiner Buchhaltung als Betriebskosten, quasi als Unternehmensausgaben ansetzen kannst und welche nicht? Dieses Video sollte dir mehr Klarheit dazu liefern. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn wir uns anschauen und ins Gesetz schauen, welche Kosten quasi die Definition von Betriebsausgaben ist, ist, dass alle Ausgaben, die in deinem Unternehmenskontext entstehen, darfst du ansetzen und gewinnmindernd geltend machen. Das bedeutet für dich, dass alle Ausgaben, die du tätigen musst, um Einnahmen aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart oder aus der Zukunft zu erzielen, die darfst du quasi ansetzen, die darfst du in deiner Buchhaltung berücksichtigen. Da gibt es eine ganze Reihe an Ausgaben, die ganz, ganz viele Unternehmen haben. Wahrscheinlich auch du. Auch du hast wahrscheinlich Werbekosten. Auch du hast wahrscheinlich Bürokosten. Du hast irgendwelche Tools, die du für die Arbeit brauchst. Betriebliche Versicherungen. Du hast eventuell Mitarbeiter, externe Freelancer. All diese Kosten, die quasi in deinem Unternehmen anstehen, die haben ganz, ganz viele Selbstständigen. Und die hast auch du und die darfst du selbstverständlich absetzen. Aber es gibt quasi in fast jeder Selbstständigkeit auch Ausgaben, die du in deiner Selbstständigkeit hast, die aber nicht jeder in seiner Selbstständigkeit hat. Um so ein extremes Beispiel zu nennen, wir haben zum Beispiel eine Hundetrainerin als Mandantin und für eine Hundetrainerin, die braucht Hundeleckerli. Sie braucht Hundefutter, um ihre Einnahmen zu generieren, weil das zu ihrem Angebot gehört, dass sie das hat. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass jeder Selbstständige jetzt Hundefutter als Betriebsausgaben ansetzen kann. Aber in ihrer Selbstständigkeit, in ihrem Unternehmen ist das wichtig. Auch du wirst mit deiner Selbstständigkeit wahrscheinlich Ausgaben haben, die sonst Leute nicht haben oder andere Leute vielleicht nicht als Betriebsausgabe ansetzen können, aber du. Das heißt, da geht es darum, was brauchst du für deine persönliche Selbstständigkeit, die du ansetzen kannst. Und das können auch Ausgaben sein, die sonst gar kein anderer für sein Unternehmen brauchen kann. Wichtig zu verstehen, so als Grundlage, ist es, dass das Finanzamt nicht dafür da ist, zu entscheiden, welche Ausgaben du zu tätigen hast und welche nicht. Das Finanzamt ist keine Unternehmerpolizei, die anschließend hinter dir herlaufen kann und dir sagen kann, ah, die Ausgabe darfst du tätigen und die nicht. Diese Funktion hat das Finanzamt nicht. Das Finanzamt ist dafür da, dass die Gewinne und die Umsätze richtig versteuert sind. Das Finanzamt ist aber nicht dafür da, dir zu erklären, wie du dein Unternehmen zu führen hast. Und wenn du eine Entscheidung triffst, Ausgaben für dein Unternehmen zu tätigen, die du brauchst, darfst du die grundsätzlich ansetzen. Das ist ganz wichtig, das als Grundsatz erstmal zu verstehen, weil ich immer wieder mitbekomme, dass es da sehr, sehr viel Verunsicherung gibt. Bei einigen Kosten fällt sich es natürlich auch so, dass sie sowohl betrieblich sind als auch privat. Das heißt, dass du Ausgaben hast, die sich gar nicht so 100% zu deinem Unternehmen zuordnen lassen. Dazu gehören zum Beispiel dein Auto. Wenn du ein Auto hast, dann wirst du das sowohl privat als auch beruflich nutzen. Es könnte aber auch genauso sein, dass du einen Homeoffice-Arbeitsplatz hast. Das heißt, du hast einen Arbeitsplatz zu Hause und die Miete für den Arbeitsplatz ist natürlich Betriebsausgabe und alles andere ist privater Wohnraum. Andere Möglichkeiten sind, du hast einen Handyvertrag und nutzt das Handy sowohl privat als auch beruflich. Könnte aber auch der Spotify-Vertrag sein und du brauchst Spotify für deine Arbeit, aber auch fürs Privatvergnügen. Oder du hast Betriebsreisen, du fährst zu einer Konferenz, bleibst aber 3-4 Tage länger, um da Urlaub zu machen noch. Auch dann sind die Reisekosten sowohl beruflich veranlasst als auch privat veranlasst. Bei diesen Kosten musst du möglichst genaue Schätzungen machen, wie groß der betriebliche Anteil ist und wie groß der private Anteil ist. Wie du das genau machst, liegt so ein bisschen bei dir. Es muss möglichst realistisch sein und den betrieblichen Part, beispielsweise wenn 50% der Ausgaben betrieblich veranlasst sind, kannst du diese 50% der Kosten als Betriebsausgabe geltend machen und hast übrigens auch für diese 50% der Ausgaben den Vorsteuerabzug. Der private Anteil ist dann wirklich private Lebensführungskosten und darf deinen Gewinn nicht mindern. Bei einigen Kosten, insbesondere bei den Kosten, wo es um hohe Beträge geht, sprich Kfz-Kosten oder auch Homeoffice-Kosten, gibt es gewisse gesetzliche Regelungen, wie du schätzen musst. Dazu gibt es auch andere Videos, die verlinke ich dir auch sehr, sehr gerne hier. Ansonsten muss deine Schätzung aber möglichst genau sein und du musst in der Lage sein, zu argumentieren, warum du so geschätzt hast. Und dann kannst du auch Teile von Kosten als Betriebsausgabe ansetzen. Eine Besonderheit gibt es bei Ausgaben für größere Wirtschaftsgüter, die du dauerhaft im Unternehmen nutzt. Das heißt für Anschaffungen, für Dinge, die du über einen längeren Zeitraum verwendest. So als Beispiel ein Smartphone, ein Laptop oder dein Firmen-Kfz sind Anschaffungen,
die du nicht quasi sofort verbrauchst, sondern die dafür da sind, langfristig in deinem Unternehmen zu bleiben und dir langfristig quasi Umsätze zu generieren. Die Kosten quasi größere Anschaffungen über 800 Euro netto, das heißt 800 Euro plus Umsatzsteuer, die musst du über die Nutzungsdauer abschreiben. Das bedeutet, dass du die Kosten nicht sofort im ersten Jahr ganz absetzen kannst. Wenn wir ein Auto als Beispiel nehmen, du kaufst ein Auto für 30.000 Euro und du darfst diese 30.000 Euro nicht sofort im ersten Jahr als Betriebsausgabe ansetzen, sondern musst das Auto über die Nutzungsdauer abschreiben. Das heißt, du musst diese 30.000 Euro aufteilen auf mehrere Jahre. Bei Autos sind das in der Regel 6 Jahre. Das heißt, du nimmst die 30.000 Euro und kannst in jedem Jahr 5.000 Euro als Betriebsausgabe absetzen, um am Ende nach 6 Jahren dann auf die 30.000 Euro zu kommen, damit du 30.000 Euro als Betriebsausgabe abgesetzt hast. Eine weitere Besonderheit sind Betriebsausgaben, wo der Gesetzgeber sagt, dass du diese Kosten, obwohl sie für dein Unternehmen sind, quasi nicht als gewinnmindernd Geld machen kannst. Der Gesetzgeber spricht da von nicht abziehbaren Betriebsausgaben oder beschränkt abziehbaren Betriebsausgaben. Das sind relativ simpel und leicht zu verstehen eigentlich, zum Beispiel Kosten für die private Lebensführung. Denken wir da beispielsweise an deinen Wochenendeinkauf, also deinen Wocheneinkauf, deine Lebensmittel. Du könntest jetzt sagen, naja, ich brauche die Lebensmittel, ich muss mich ernähren, sonst kann ich keine Umsätze generieren. Und wenn ich nicht esse, kann ich kein Geld verdienen und deswegen muss ich meinen Wocheneinkauf als Ausgaben absetzen. Und das ist ein bisschen sehr weit hergeholt und der Gesetzgeber sagt, naja, deine Lebensmittel, die haben doch in erster Linie privaten Charakter und keinen Unternehmenscharakter. Das heißt, Kosten für die private Lebensführung darfst du nicht als Betriebsausgabe absetzen. Kosten, die du nur beschränkt abziehen darfst, sind zum Beispiel Bewirtungskosten. Das heißt, wenn du ein Geschäftsessen hast mit einem Geschäftspartner, die Kosten für die Bewirtung darfst du in der Buchhaltung absetzen und als Kosten geltend machen. Dazu haben wir auch ein separates Video aufgenommen. Aber als Betriebsausgaben darfst du immer nur 70% der Kosten absetzen und 30% sind automatisch nicht abziehbare Betriebskosten und diese 30% dürfen deinen Gewinn nicht mindern. Außerdem, was du nicht absetzen darfst, ist, wenn du deinen Geschäftspartnern Geschenke machst. Und da dürfen alle Geschenke über 35 Euro deinen Gewinn nicht mindern. Geschenke unter 35 Euro pro Geschäftspartner pro Jahr sind kein Problem. Alles, was darüber hinausgeht, sind nicht abziehbare Betriebsausgaben. Weiteres Beispiel ist, wenn du unterwegs bist und du hast Verpflegung unterwegs, keine Ahnung, bist auf einem Kongress, du bist bei Trainings bei einem Kunden, hast einen Moderationsauftrag oder wie auch immer, dann darfst du die Verpflegung für diese Geschäftsreise nicht absetzen, beziehungsweise du darfst sie absetzen, aber nur im Rahmen der Pauschalen, die der Gesetzgeber vorgibt. Das heißt, da gibt es bestimmte Pauschalen für Verpflegungsmehraufwand, die darfst du absetzen, andere Kosten darfst du nicht geltend machen. Außerdem nicht absetzbar und darfst du ebenfalls nicht als Geschäftsausgabe absetzen, sind Bußgelder. Ordnungsgelder, Bußgelder und all solche Themen darfst du grundsätzlich nicht als Betriebsausgabe geltend machen. Eine weitere Ausgabe, die du nicht gewinnmindernd ansetzen darfst, ist die Gewerbesteuer. Wenn du Gewerbesteuer bezahlst, ist das eine Steuerzahlung und die deinen Gewinn nicht mindern darf. Und ein relativ großer Part, und da kommt es auch häufig zu Verwirrung, sind Versicherung und deine privaten Versicherungen, also Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, private Haftpflichtversicherung und so weiter. Das sind alles deine privaten Versicherungen, die darfst du nicht geltend machen. Betriebliche Versicherung, das heißt Betriebshaftpflichtversicherung, die darfst du hundertprozentig ansetzen und auch die Krankenversicherungsbeiträge für deine Mitarbeiter, auch die darfst du als Kosten ansetzen, deine privaten Versicherungen darfst du nicht als Betriebsausgabe ansetzen. Dass du sie nicht absetzen darfst, heißt aber nicht, dass du sie nicht steuerlich geltend machen kannst. Das heißt, nur weil es keine Betriebsausgabe in deinem Unternehmen ist, heißt es nicht, dass sie verloren gehen. Denn in deiner privaten Einkommensteuererklärung hast du mehr Möglichkeiten, Kosten anzusetzen. Zum Beispiel als Sonderausgaben. Krankenkassenbeiträge, Rentenversicherungsbeiträge, Pflegeversicherungsbeiträge kannst du in deiner Einkommensteuer geltend machen und sie reduzieren auch deine Einkommensteuerlast. Aber als Ausgaben in deiner Buchhaltung für dein Unternehmen, da haben sie nichts zu suchen. Ich hoffe, dieses kurze Video konnte dir weiterhelfen. Wenn du weitere Fragen hast, solltest du unbedingt einen Kommentar unter diesem Video schreiben. Oder lass uns am besten telefonieren. Wenn du Freiberufler oder Selbstständiger bist, dann findest du den Link, um einen Termin zu buchen, unter diesem Video. Außerdem solltest du unbedingt den Kanal abonnieren. Das kannst du hier machen. Und wir haben auch weitere Videos für dich aufgenommen, die findest du zum Beispiel hier oder hier. Auch so eine Märchenstunde machen. So. Liebe Gemeinde, es sind anzuwenden die Wertzahlen für erstens Altbauten, wenn die Gebäude bis zum 31. März